So, dann haben wir das so abgeschlossen. Sehr schön. Ah, supi. Oh, das ist so ein schönes Spiel. So ein schönes, aber auch trauriges Spiel. So. 303. Müssen wir noch hin? P1, wo ist denn P31? Müssen wir gleich mal hin? So. Na, wie geht's dir heute? Alles entspannt, Doktor. Mir ist nur total langweilig. Ich konnte kaum schlafen die letzte Nacht. Ja, das glaube ich. Die Nächte in einem Krankenhaus sind lang. Das sagen Sie. Was macht denn Ihr Husten? Schon viel besser. Na. Das höre ich doch gern. Dann würde ich jetzt mal untersuchen. Klaro. Muss ich was dafür tun? Du machst das schon alles super. Also, lass uns mal nach der Lunge sehen. Sie meinen hören, oder? Was? Sie wollen doch nur nach meiner Lunge hören. Oder werde ich jetzt operiert? Ich will nicht, dass man meine Lunge sieht. Ach so. Tut mir leid, das war vielleicht etwas ungeschickt ausgedrückt. Natürlich hören wir einmal nach der Lunge. Puh. So, wie war denn das nochmal jetzt hier? Was muss ich denn hier machen? Nein, was muss ich denn machen? Ach. Hä? Ach, jetzt weiß ich, wie das geht. Oh Gott. Jetzt weiß ich endlich, wie das geht. Ei. Puh. Okay. Das gibt noch ein B, aber wir haben es abgeschlossen. Jetzt weiß ich auch wieder, wie es geht. Was ist denn, Herr Doktor? So ganz erholt hat sich die Lunge noch nicht. Ist das was Schlimmes? Nein, keine Sorge. Ich denke, wenn du noch diesen Tag ruhig im Bett bleibst, kannst du morgen wieder nach Hause. Okay. Alles in Ordnung? Ja, schon. Ich wäre nur gerne heute schon nach Hause gegangen. Das glaube ich dir. Aber glaub mir, es ist besser, wenn wir dich noch bis morgen hier haben. Ja, vielleicht haben Sie recht. Doc, kann ich Ihnen was berichten? Klar, was denn? Mein Husten war ganz schön schlimm letzte Nacht. Hab mich die ganze Nacht wach gehalten. Und das hat auch ganz schön wehgetan. Es ist gut, dass du mir das gesagt hast, Larissa. Ach, ist ja ein Mädchen. Entschuldigung. Du kannst mir alles anvertrauen. Glaub mir, ich will auch, dass du so schnell wie möglich hier rauskommst. Okay, Doc. Danke. Haben Sie eine Idee, wie ich mir die Langeweile vertreiben könnte? Wir haben einen Pausenraum und einen Fernseher. Wenn du Lust hast, setz dich gerne dahin und mach es dir gemütlich. Da gibt es auch Tee und Kaffee. Ich mag keinen Kaffee. Der ist viel zu bitter. Aber ich schau später mal. Danke. Meld dich, wenn du was brauchst, okay? Nur noch der eine Tag. Das schaffen wir. Ja. Sehr schön. Juhu, haben wir. Das hört sich super an. So, auf dem Weg der Besserung. Okay, jetzt mal gucken. P31 müsste, glaube ich, in die Richtung sein. Düsen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall auch mal in die Stadt kommen, irgendwie. Oha. Da ist P31. Da gucken wir mal. Wer das ist. Ist ja eine Freundin von Dr. Krokowski. Ah! Giuliano! Was machst du denn hier? Finley, mein Bester. Ich habe heute Morgen meine Mutter hergebracht. Darf ich vorstellen, das ist meine Mutter Irma. Guten Morgen. Hallöchen. Sie ist auf dem Bürgersteig zusammengebrochen. Eine Art Schwächeanfall oder so. Das kenne ich gar nicht von ihr. Ich dachte, es ist sicher nicht verkehrt, einmal Fachpersonal draufschauen zu lassen. Alles klar. Ich schau mir das mal an.
Mama, hast du das gehört? Finley wohnt noch nicht lange in Porcupine, aber ich habe ihn schon kennengelernt. Er ist sehr nett und ein super Arzt. Da habe ich aber ein großes Glück. Kann ich noch etwas für dich tun, Finley? Hast du vielleicht noch ein paar Infos zu dem Vorfall heute Morgen? Ach so, ja, also, meine Mutter und ich wollten uns zum Frühstück treffen. Sie wollte den sonnigen Morgen auskosten und zu Fuß gehen. Sie meinte, dass es vielleicht der letzte sonnige Tag des Jahres sein könnte. Der Weg ist natürlich weit, aber sie wirkte sehr erschöpft, als wir uns trafen. Wir konnten uns kaum richtig begrüßen, da sind ihre Beine bereits eingeknickt. Sie hat stark gehustet. Wir sind dann direkt hergekommen. Schade um das leckere Frühstück. Ich hatte so Lust auf arme Ritter mit Apfelmus. Und einen schönen starken schwarzen Kaffee. Danke dir, Giuliano. Ich denke, das reicht erstmal. Ich werde mir ihr Mama anschauen. Okay. Mama, ich werde jetzt mal los. Ich bin im Gilberts. Lass es mich wissen, wenn du etwas brauchst, okay? Ich komme schon klar, Sohnemann. Kümmere dich lieber um unsere alte Kneipe. Ich rufe später mal an. Das würde mich freuen. Guten Morgen, Frau die Kalma. Wie fühlen Sie sich denn? Ja, mal bitte. Ich bin kein Fan von Höflichkeiten. Alles klar, Irma. Ich bin Finley. Ein schöner Name. Also, wie fühlen Sie sich? Meine Lunge schmerzt mehr, als ich es von mir kenne. Das kommt schon mal vor. Können Sie mir noch mal erzählen, was heute Morgen passiert ist? Ich war auf dem Weg zu meinem Sohn Giuliano. Es war so ein herrlicher Morgen. Es fühlte sich an wie der letzte Tag des Sommers. Auch wenn ich schon längst den Herbst riechen kann. Können Sie das auch? Ja, ich auch. Die Farben der Bäume sind toll. Nach einigen Metern habe ich angefangen, schwer zu atmen. So eine Verschwendung der schönen Herbstluft. Ich konnte sie gar nicht richtig genießen. Meine Atmung wurde immer schneller. Ich hatte gerade den Marktplatz erreicht, da wurde mir sehr schummerig. Mir wurde schlecht. Meine Beine konnten mich nicht mehr halten und ich fiel auf den Asphalt. Das hat gescheppert. Die Fenster der Häuser haben gewackelt. Verstehe. Mir fällt dazu eine tolle Geschichte ein, aber vielleicht lieber an einem anderen Tag. Ich bin ziemlich erschöpft. Einverstanden. Ich lasse Sie auch gleich wieder in Ruhe, würde mir aber gerne noch ein paar Notizen zur Diagnose machen. Aber selbstverständlich. Umso schneller wir eine Lösung finden, desto eher bekomme ich an meinen armen Ritter. Lehnen Sie sich einfach zurück. Das geht ganz fix. Diagnose. Finde die richtige Kombination aus Symbolen. Ein blauer Strich zeigt dir, dass ein richtiges Symbol an der falschen Stelle ist. Ein grüner Strich zeigt dir, dass ein richtiges Symbol an der richtigen Stelle ist. Ein Symbol kann nicht mehrmals in der Kombination auftreten. Okay, nochmal. Also, finde die Kombination aus Symbolen. Ein blauer Strich zeigt, dass einer an der falschen... Okay, blau. Okay, blau ist falsch, grün ist richtig. Wie funktioniert das jetzt? Was? Was für ein... Ach so! Ach du Heiliger, ich weiß... Oh Gott, ich weiß, was das ist. Oh, wie heißt das nochmal? Mastermind oder so ist das, ne? Okay, grün ist schon mal richtig. Blau ist falsche Stelle. Das heißt also, wir haben Auge. Auge und Dings. Vielleicht so?
Ah, dann vielleicht nicht Auge. Ah, okay, Moment. Dann Auge und Hand. Okay, jetzt nur noch hier das richtige Symbol finden. Was bleibt denn da noch? Ah, alles klar. Ja, es ist so Mastermind. Voll cool. B. Ich habe eine Vermutung. Die Symptome deuten auf eine Lungenentzündung hin. So ganz sicher gehen konnten wir aber noch nicht. Alles erstmal halb so wild. Aber wir werden sie vorsorglich hier behalten. Ja, ja. Vorsicht ist besser als Nachsicht, nicht wahr? So sieht's aus. Ich freue mich, dass Sie mein Arzt sind. Sie sind nett. Vielen Dank. Ich werde mich bemühen, Sie schnell wieder fit zu bekommen. Wir sehen uns dann später, okay? Rufen Sie einfach, wenn Sie etwas brauchen. Wird gemacht. Danke Ihnen. Ah, wie schön. Die ist nett. Die Granny. Die ist nett. Ah, schön. Sehr schön. Haben wir abgeschlossen, Supi? Hey, Finlay. Hast du noch eine Minute für mich? Klar, was kann ich für dich tun? Ich weiß, dass sie bei dir in besten Händen ist. Mehr kann ich mir nicht wünschen. Wir kriegen die immer schon auf die Beine. Ich weiß, ich weiß. Ich gehe dann mal. Ich muss schließlich das Gilberts heute wieder öffnen. Und bitte nimm es mir nicht übel, aber ich hasse Krankenhäuser. Dieser Geruch macht mich ein bisschen nervös. Dann sehen wir uns lieber als nächstes Mal im Gilberts. Klar, komm gerne jederzeit vorbei. Wird gemacht. Tschüss, Giuliamo. Ah, auch ein dufter Typ. Ein sehr dufter Typ auf jeden Fall. So, Dr. Kokowski. Ich bin durch, Dr. Krokowski. Das sehe ich. Dann lassen Sie mich doch mal sehen, was Sie so fabriziert haben. Oha. B. Mit dem Smiley. Das ist auf jeden Fall Luft nach oben. Ich kann erkennen, dass Sie nicht grundsätzlich talentlos sind. Aber es fehlt Ihnen eindeutig an Disziplin. Brauchen Sie sonst noch etwas? Nein, danke, aber die neue Patientin. Was ist mit ihr? Sie ist sehr freundlich. Ist das so? Die alte Frau, die Kalma, ist sehr beliebt in Porcupine. Auch ich kenne sie schon lange. Achten Sie gut auf sie, Finlay. Sie werden ihre Behandlung übernehmen. Vernachlässigen Sie aber nicht die anderen, nur weil Sie Frau die Kalma nett finden. Persönliche Belange dürfen Ihnen bei der Arbeit nicht im Weg stehen. Selbst wenn Sie eine Person auf den Tod nicht ausstehen können, behandeln Sie immer nach bestem Wissen und Gewissen. Machen Sie jetzt erstmal Pause. Ich werde derweil auch mal nach Frau die Kalma sehen. Verstanden. Danke für Ihr Vertrauen. So, jetzt haben wir Pause. Hey, Mia. Uff. Alles in Ordnung? Bist du durch für heute? Ich bin sogar doppelt durch. Müde? Ja, ich tue mich schwer, mich an den Schreibtisch zu gewöhnen. Wem sagst du das? Hast du heute schon was gegessen? Ich habe so einen Hunger. Nein, tatsächlich nicht. Warst du schon mal in der Cafeteria? Nicht zum Essen, aber vielleicht ist heute ein guter Tag, das nachzuholen. Finde ich auch. Lass uns das tun. Bevor du es erwähnt hast, ist mir gar nicht aufgefallen, wie viel Hunger ich habe. Jetzt kann ich an nichts anderes mehr denken. Das war eine Ferndiagnose. Wollen wir los? Ja. Bevor es nichts mehr gibt. Das war die richtige Antwort. Beeilen wir uns.
Mir hängt der Magen schon zwischen den Knien. Ist das medizinisch überhaupt möglich? Stört bestimmt beim Laufen. Finlay? Okay, okay. Auf zur Cafeteria. So, wollen wir mal. Die war wo? War die unten? Ich glaube, unten war die, ne? Sie folgt uns jetzt. La 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 la. La 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 la. So, gehen wir mal in die Cafeteria. Die war... Wo war die denn? War die hier auf der 0? Nee, 0 war ja Keller, ne? 1, glaube ich, oder? Oder war die hier? Nee, hier war der. So, die Cafeteria. Jetzt bin ich mal gespannt. La 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 la. Was nehme ich denn? Hey, Lisa. Mia, na? Machst du gerade Pause? Was hast du denn da mitgebracht? Kennen wir uns schon? Nein, ich denke nicht. Ich bin Finlay. Freut mich. Du bist wohl auch in der Inneren. Das wäre ja nichts für mich. Aber wenn ich mal was für dich rausschneiden soll, gib mir gerne Bescheid. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, was ich essen soll. Spricht dich keins von den Gerichten an? Doch, ganz im Gegenteil. Alle Gerichte klingen köstlich. Wirklich? Ja. Sergei ist ein echter Spitzenkoch. Mit seinen Messerkünsten könnte er glatt bei uns als Chirurg anfangen. Da bin ich ja mal gespannt. Geht ruhig vor. Ich brauche noch einen Moment, um mich zu entscheiden. Alles klar, danke. So. Na, was darf's denn sein? Was gibt es denn heute? Oh, Kunst. Hier gibt es kulinarische Kunst. Sucht euch einfach euer Kunstwerk aus und ihr werdet auf eine wilde Reise geschickt. Ohne euren persönlichen Geschmack beeinflussen zu wollen, empfehle ich mit Nachdruck den Ananas-Wrap. Die Süße der gelben Frucht in Verbindung mit knackigem Feldsalat und eingelegten Antischockenherzen. Ein Hochgenuss, wenn Sie mich fragen. Also nochmal, was darf's sein? Was möchtest du mir? Es ist mir ganz egal. Such du was aus. Ich würde gerade alles essen. Okay, ich hätte gerne Pasta cum laude gibt es. Sesam Sorbet. Tomatentarte. Ravioli mit Maschlonka-Soße. Meersalzmüsli, auch schön. Die Ravioli sprechen mich irgendwie an. Ich glaube, ich probiere den Ananas-Wrap mal aus. Der hört sich gut an. Mag zwar selber keine Ananas, aber ich probiere mal aus. Wir probieren aus. Den Ananas-Wrap bitte. Ah, der Ananas-Wrap. Gute Wahl. Damit beweist ihr einen guten Geschmack. Guten Appetit euch beiden. Haut rein. Soll gleich mal lesen. Wie ist es so? Der Wrap? Puh, ganz interessant, schätze ich. Wie findest du ihn? Ich bin ehrlich, ich kann Ananas nicht leiden. Aber ich wollte mich nicht beschweren. Und ich war so hungrig, dass es mir egal war. Aber ich meine eigentlich, wie ist es so auf der Arbeit für dich? Wir haben beide erst vor ein paar Wochen hier angefangen. Und mir ist gerade aufgefallen, dass wir noch nicht über unsere Erfahrungen gesprochen haben. Manchmal hilft das. Sich selbst zu reflektieren, meine ich. Sagen meine Eltern immer. Stimmt, irgendwie hatten wir noch gar keine Gelegenheit. Also ich glaube, ich mag das St. Ursula. Ich kenne ja noch nicht so viele Krankenhäuser, aber ich denke, wir haben es gut getroffen.
Natürlich. Und die Belegschaft ist echt nett. Ja, das ist sie. Aber Dr. Krokowski kann ganz schön fies sein. Ich habe auch das Gefühl, dass sie mich gefressen hat. Aber ich werde sie schon noch überzeugen. Bestimmt. Ich wäre nur gern pünktlicher. Immer wenn ich hier angehetzt komme, bist du schon lange da und vorbereitet. Da muss ich dran arbeiten. Ja. Alles okay? Du musst den Wrap nicht aufessen, wenn er dir nicht schmeckt. Also Mahlzeit, meine lieben Kolleginnen und mein lieber Kollege. Auch Mahlzeit. Wie schmeckt Ihnen der Sergi-Küche? Ganz gut soweit. Ja, ganz gut. Schön, schön. So muss das sein. Ich freue mich, wenn die Belegschaft gut versorgt ist. Mir ist nicht ergangen, dass ich die Gelegenheit verpasst habe, mich neulich vorzustellen. Der Anlass war aber sicher auch nicht der beste. Darum möchte ich das jetzt nachholen. Mein Name ist Roman Hendrich und ich bin die leitende Geschäftsführung des St. Ursula Krankenhauses. Ich versuche, den Betrieb so gut es geht in Schuss zu halten und versuche dabei, den Wünschen des werten Chefarzts Theobald und der Belegschaft gerecht zu werden. Oberste Priorität ist das Wohl der Leute, die mit Leiden zu uns kommen. So war es schon von Beginn an und so wird es auch immer sein. Sie sind beide neu hier. Darum war es mir wichtig, Ihnen das persönlich auf den Weg zu geben. Besonders, da Sie teils einen schweren Start bei uns hatten. Ich nehme Ihnen den Vorfall mit Herrn Anders nicht übel. Sie sind neu und Fehler passieren. Und ich sehe keine Schuld an Ihrem Handeln. Sie wollten nur das Beste für den Patienten. Sogar so sehr, dass Sie Ihren eigene Gesundheit aufs Spiel gesetzt haben. Trotzdem mussten wir ihm entsprechend entgegenkommen. Er ist nun in der besten Kurlandschaft des Landes und wird dort hoffentlich schnell wieder fit. Das freut mich. Ich hoffe, dass es ihm schnell besser geht. Nun gut, von dieser Sache. Lassen Sie uns nach vorne schauen und das St. Ursula Krankenhaus weiterhin zu einem Ort der Heilung machen. Ich bin froh, dass Sie beide hier sind. Das ist es, was ich Ihnen sagen wollte. Na. Okay. Ich muss dann auch weiter. Wollen Sie gar nichts essen? Nein, vielen Dank. Das habe ich bereits vor einiger Zeit erledigt. Und die Arbeit schläft nie. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen ausgezeichneten Appetit. Frohes Schaffen! Was wollte sie uns sagen? Sie wollte uns irgendwas sagen. Das war... interessant. Allerdings. Bist du fertig? Ja, spätestens nach diesem Auftritt. Dann lass uns wieder hoch auf die Station. Herr Heidrich hat schon recht. Die Arbeit schläft in diesem Krankenhaus nicht. Okay, dann lass uns hoch. Sie wollte uns irgendwas sagen. Sie wollte uns irgendetwas sagen. Ich weiß noch nicht was. Irgendwas wollte sie uns sagen. Ich gehe mal hier gucken. Das ist aber eine schöne Cafeteria, ne? Ist hier der Ausgang? Ah, hier. Hallo. Sie wollte uns irgendwas sagen. Ich weiß noch nicht was.